Die folgende Reportage wird Ihnen präsentiert von Häberli-Getränk Tammensäule, einem Lieferant für die Festwirtschaft vom 24-Stunden-Rennen. Genau richtig auch für dein Fest. Das grosse Feuerwerk, Applaus. Den zahlreichen Besucher hat es gefallen. Die Fahrer haben wohl dafür weniger einen Blick gehabt. Wie es ihnen so geht, mitten in der Nacht, das und mehr sehen wir jetzt im zweiten Teil. Thomas Hafner, eben ein guter, was gibt es bei euch? Spaghetti, Bolognese, das gibt Kraft. Wie sind ihr drin? Braucht ihr noch etwas, das ihr da hat? Der Abend geht noch lang. Also jetzt momentan sind wir an der dritten Stelle, aber wie gesagt, es geht noch sehr lang. Da kann noch viel passieren. Darf man nicht unterschätzen. Dritte Stelle von welcher Kategorie? Herren. Zwei Team Herren. Genau, richtig. Haben Sie so gut erwartet, also dritte Stelle? Also? Nein, wir fahren einfach und schauen, dass es gut kommt. Wie haben Sie es mit den Intervallen? Wie viel macht ihr? Also wir haben angefangen mit zwei Runden und jetzt sind wir auf drei Runden. So fahren wir etwa bis morgen, wenn es etwa Tage, 6, 6, 7. Und nachher möchten wir wieder kürzere Intervall oder noch längere? Nein, dann probieren wir wieder mit kürzeren Intervall so zwei Runden machen. Circa. Okay, wie gesagt, einen guten und auch eine gute Zeit. Zwei Handys und dann noch schreien. Hoffentlich hat er nicht Koordinationsschwierigkeiten. Alles im Griff. Alles im Griff. Wir haben Zeit im Griff. Wir haben das Essen im Griff. Also besser können sie nicht laufen. Wir sind gut aufgestellt und es läuft super. Zwei Handys, gerade so gerade zwei. Ich tue zwei Teams betreuen. Gleichzeitig ist es eine Herausforderung, aber bis jetzt hat es noch immer geklappt. Und wenn ich mal Zeit verpasse, kann ich im Internet abholen. Und so bin ich immer bestens unterrichtet, wie man so drinnen steht. Und wir stehen gut drinnen. Wie stehen wir genau drinnen? Das heisst, meine zwei Teams sind aktuell zweit und dritt. Nach hinten haben sie genug Luft, nach vorne wird es schwierig, aber ich denke, das wird etwa so ausgehen können. So ein richtiges internes Duell gerade? Ja, es läuft ein bisschen darauf raus, wobei sie sich nicht bekämpfen wollen, sondern wenn es geht, wollen sie miteinander fahren. Und wenn einer eine Chance sieht oder möchte, dass die anderen ein bisschen anläuten, dann sie natürlich schon gegeneinander fahren. Aber der Teamgedanke geht voraus. Ja. Apropos schön im Griff, wenn es schön nacheinander kommt, dann hat man es im Griff. Aber wenn es dann miteinander kommt, dann wird es schwierig. Wir sind immer gut vorgewarnt. Also wir haben Leute, die im Zeltplatz oben sind, die uns funken, wenn sie kommen. Da kann man abrechnen, es geht rund zwei Minuten, bis sie da sind. Und, ich muss einfach schauen, dass ich richtig Knopf schlussendlich drücke. Aber sie können ja miteinander kommen, das ist nicht so das Problem. Wir haben insgesamt vier Teams. Wir haben drei Zweier-Team und ein Sechster-Team. Die beiden Nordic-Teams betreue ich betreuen und der Kollege tut das Sechster und das andere Zweier-Team betreuen. Und hopp, Velofahren und Hürdenlauf. Sie gehen Gas mit vollem Speed durch die Röhre. Und auch sie gehen Gas, Musiker und das Publikum im Festsaal. Das 24-Stunden-Rennen in Schütz. Für viel festes 24-Stunden-Fest. Heute zum ersten Mal das erste Schützer Oktoberfest schon im August mit Unterhaltungsprogramm und Biergarten. Auch ein Faulschlag. Vielleicht probiert man es noch mal in anderer Form. Auf jeden Fall, wer es findet es den Hammer. Gell, Franz? Ja.
dort unten im Festzelt das Publikum rast, rasselt oben für auf dem Dachsenberg die Velokette. Er schaut für die Sicherheit, nicht nur das Nebiken, auch die Schütz. Erich Leuenberger, alles im Griff, läuft's? Ja, natürlich. Paul darf ein bisschen kühl. Wir sind zwei Stunden auf einem Einsatz. Aber es ist wichtig an dem Punkt oben, dass man die hier ein bisschen schaut. Dass die Leute auch sicher können über die Strecke können. Ich habe gerade eine Frage nach den Aufgaben. Was müsst ihr hier machen? Wir sind hier zuständig, einfach den Übergang zu sichern, weil da können die Leute können hier ins Dorf runtergehen. Und dann müssen wir das ein bisschen einschätzen, wie weit sind die Fahrer, dass wir hier die Leute durchlassen können. Ja. Aber jetzt unter uns, ein bisschen kalt, da ist gerade das Festzelt, gibt es da keins mit? Du heißt Kaffee mit? Vielleicht jemand am Eis rum, aber jetzt im Moment noch nicht. Wir haben noch zu viele Leute, die da sind. Ah, okay. Aber mal. Gut, danke vielmals. Danke auch. Apropos Kälte, sie haben sich gemütlich eingerichtet, fast wie daheim. Zentlibuch. Ihr habt euch häuslich niedergelassen. Teppich vom Feinsten, das Essen habt ihr, Kontakt habt ihr mit Funkgeräten. Zu wem denn? Das kannst du beantworten. Wir haben hier unten noch ein zweites Lager, also für einen Einzelfahrer. Und dann funken wir einfach runter, wenn er hier durchfährt und etwas braucht, Wasser oder so. Ach, sind ihr vom Dani Schneider Radsport? Schilder. Ja, also dann tun wir da, kann man das ja, anschalten und einfach runter sagen, wenn er zum Beispiel eine Pause will oder etwas Spezielles zu essen oder so. Und dann kommt er da alle 7 Minuten kommt er da durch, entweder unten hoch oder oben runter. Und dann tun wir das einfach funken, wenn er durch ist oder etwas braucht oder wenn es gut ist. Einfach, dass sie es wissen, wie lange das er hat. Es ist auch noch hart, wenn er da so allein muss die Nacht. Gut, so hat er eure Unterstützung. Was hat er das letzte Mal wollen, irgendwie zu trinken oder so? Die essen ihm ja alles weg. Nein, er hat unten so Biberli oder so Sachen, einfach, wo auch Zucker gibt. Und Wasser hat er einfach so durch die unten selber mixen, noch mit Pulver und Aroma und so, dass es auch Energie gibt. Eben, ihr erfüllt ihm quasi die kulinarischen Wünsche. Was habt ihr für euch? Wie sind ihr eingerichtet? Da hinten sehe ich ein Tisch mit einer Lampe. Ja, also wir haben einfach Sandwich. Also wir haben so eine Kühltruhe noch im Büsschen. Und dann haben wir einfach Sandwich und solange es gibt, Bratwürst. Dann haben wir noch so ein bisschen Baumchips und einfach so ein bisschen Gucci-Zeug und Wasserhaufen. Ja. Und ihr haltet die ganze Nacht durch? Ja. Bis morgen Morgen und dann drüber raus. Bis fertig ist um 2. Okay, hey, viel Vergnügen, danke vielmals. Mit ein paar nächtlichen Impressionen vom Dachsenberg beenden wir den zweiten Teil. Wie die Fahrer die Nacht überstanden haben, wie es ihnen am nächsten Morgen geht und sie wie fahrt, seht ihr in der nächsten Folge auf Team Fernsehen für unsere Region Telenapf Tele Zentralschweiz. Die Reportage ist Ihnen präsentiert worden von Häberli Getränk Dammensäulen, einem Lieferant für die Festwirtschaft vom 24-Stunden-Rennen. Genau richtig auch für dein Fest.